Nach gut einem Jahr ist es geschafft. Ägypten und Tunesien haben gewählt. Neue politische Veränderungen scheinen sich anzubahnen. Rückblende. Im Frühjahr 2011 beginnt in Tunesien der sogenannte arabische Frühling. Die Menschen in Ägypten, Jemen, Libyen und weiteren arabischen Ländern schließen sich an. Hunderttausende gehen auf die Straße. Ihr Protest richtet sich gegen die autoritär herrschenden Machthaber und ihre Verbündeten. Sie fordern bessere wirtschaftliche sowie soziale Bedingungen, mehr politische Mitsprache und beharren auf die Einhaltung von Menschenrechten. Die Bertelsmann-Stiftung analysiert solche und ähnliche Prozesse, weltweit und bereits seit Jahren. Zusammengefasst werden die Daten in dem sogenannten Transformationsindex, kurz BTI. Es ist eigentlich ein Mittel in die Hände von Politikern in Entwicklungsländern, um zu wissen, wo man steht, politisch und ökonomisch, und um davon auch Aufstiegschancen zu definieren. Der aktuelle Index hat sich mit 128 Ländern beschäftigt. Ländern, in denen sich Demokratie und Marktwirtschaft festigt und stabilisiert. Aber auch mit solchen, wo diese nur eingeschränkt oder überhaupt nicht funktionieren. BTI 2012 zeigt, dass es mit den politischen Freiheiten wie fairen Wahl oder Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, dass es schlimmer aussieht, besonders in Osteuropa und Lateinamerika. Zweitens zeigt BTI 2012 auch, dass wirtschaftliche Wachstum nicht immer zu besseren politischen Freiheiten oder Umständen leitet. Das haben wir in der arabischen Welt gesehen. Der Transformationsindex analysiert und bewertet die Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und politischer Umsetzung. Mehr als 300 international anerkannte Experten schöpfen aus einer Fülle von Daten. 128 Länder, 17 Kriterien, 52 Fragen, 6.656 Einzelwerte. Daraus entsteht der BTI. Und dabei ist durchaus zu erkennen, es gibt sie, die gelungenen Transformationsprozesse. Doch eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Stattdessen Machtkonflikte, Staatsversagen und Stagnation in wirtschaftlichen und sozialen Bereichen. Politische Freiheit und soziale Gerechtigkeit, viel zu oft Fehlanzeige. Die Folge: Unterdrückung und Verfolgung. Beispiel Ukraine. Hoffnungsvoll schaute die Welt 2004 auf die Orangene Revolution. Doch die Freude währte nur kurz. Längst sind Korruption, Unfreiheit und politische Willkür wieder an der Tagesordnung. Problemfall Afrika. 22 der 30 ärmsten Länder liegen auf dem schwarzen Kontinent. Die Menschen vor Ort kennen das seit Jahren. Von sozialer oder wirtschaftlicher Gerechtigkeit keine Spur. Wir sehen doch, dass südlich von Sahara in Afrika die Situation am schlimmsten ist. Da sehen wir viele soziale Ungleichheiten und auch sehr niedrige Werte von Wachstum und politischen Freiheiten. Doch es gibt durchaus auch positive Entwicklungen. In Brasilien wird seit Jahren in Bildung und Ausbildung investiert. So haben viele Jugendliche heute einen Job. Die Armut, gerade unter den Hoffnungsträgern des Landes, sinkt beträchtlich. Doch es ist noch viel zu tun, so das Fazit des BTI 2012. Gleichzeitig zeigt er aber auch eine Vielzahl von Strategien, wie Politik nachhaltig gestaltet werden kann.